Der Leon ist auch im Spiel. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon. Ja, ich habe ihn kurz gemacht und das ist mein tollster Kollege, mein Moderator und ja, manchmal mein Mitzocker. Ich sollte die eigentlich nicht klauen. Weglegen, sondern einfach nutzen. Aber Klone brauche ich, Skripte vielleicht. Und, ja, Puffer nehme ich mal noch mit. So. Und dann machen wir doch mal das weg. So, nein, nicht kreativ. Machen wir Survival. Nein, machen wir Adventure, genau. So, gut. Also, wunderbar. Wir haben einen zweiten Charakter. Und die machen wir, glaube ich, da oben in die Kiste mit den. Okay, da haben wir aber auch viele Bretter und so. Ach, egal. So, Hauptsache, wir finden es wieder. Gut, und da haben wir ganz viel von. Ich glaube, ich brauche langsam einen Rucksack. Einen Rucksack. Das ist aber Poké-Rucksack. Weg, weg, weg. Ja. Okay, wir brauchen Leder, Fäden und eine Truhe. Haben wir genug Leder? Ja. Fäden haben wir auch genug, ja. Und eine Truhe. Hallo, Pokémons. Hallo, Taubsi. So, können wir das gleich craften? Hä? Ich habe plötzlich einen. Okay. Gut, dann machen wir doch das mal rein. Ein Pokébälle vielleicht noch rein. Ja. Also wir trainieren jetzt noch nicht dieses Ninkada-Zeugs da. Ninkada-Verschnitt. Okay, wir brauchen hier einfach vier Bälle. Und der Rucksack mache ich da oben hin. Und das Bett lassen wir hier. So. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Ah, okay, zickzack. Mit der anderen Farbe kann man das nicht so gut erkennen. Hä? Ja. Also mit diesem Pink. Jo. Okay, Hanni. Jo, danke schön fürs Einschalten. Es sind momentan nicht so viele Zuschauer scheinbar. Nicht so viele interessiert. Auf Pixelmon. Oder auf mir. Aber jo. Ich finde es einfach sehr motivierend. Und solange es mir Spaß macht, mache ich es auch. Also ich bin ein Zocker, der schon sich ein bisschen überlegt, macht es überhaupt Spaß? Muss ich überhaupt das Projekt oder so weitermachen, wenn es anderen nicht Spaß macht, oder? Es war Wassermelone schnell. Eine Schere, glaube ich, oder? Geht halt nicht. Egal. Und ja, also wenn niemand zuschaut und ich habe nicht Spaß an einem Spiel, dann ja, spiele ich es nicht. Dann warte ich, bis wieder jemand sagt, wann kommt dieses Projekt wieder weiter? Oder wieder einfach. Und ich so, oh nein, tut mir leid, ich habe das Projekt nicht gebracht. Ich habe plötzlich wieder Spaß. Ich muss das Projekt weitermachen. Und dann mache ich natürlich das Projekt weiter. Aber ich bin halt nicht so ein YouTuber, der mega auf die Klicks schaut, oder? Also schon M, aber nur wenn es wirklich gar keine Aufrufe hat. Und so weiter. Aber jo, ich spiele das, was mir am meisten Spaß macht, am meisten, oder? Und dann kann ich natürlich nicht unbedingt, jo, Projekte ständig und voll und fertig spielen und so. Da fehlt einfach so ein bisschen die Motivation auch, das Projekt intensiv zu spielen. Aber meistens sind es ja Mods oder sonst irgendwas, was schief läuft, oder? Und das ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt drei Projekte machen müssen, weil immer irgendwas kaputt war. An der World Generation und was war alles? Ah ja, das Pepper Launcher mir die Spielstände gelöscht hat und die Mods. So Sachen. Und ich kann nichts dafür. Ich kann einfach nichts dafür, oder? Aber Spaß macht's und ich möchte vor allem dieses Projekt ja nicht aufhören oder so wegen wenig Aufrufen oder so. Ist halt ein bisschen schade. Und vor allem irgendwie so Spiele wie Diablo 3, Diablo 4, meine ich, sind halt unendlich lange motivierend. Aber man sieht andere Spieler, die aufhören und dann ist man irgendwie auch ein bisschen depri oder so, ein bisschen mitgerissen. Aber zum Beispiel eine Season, oder die geht meistens 3, 4 Monate, kann ich schon durchhalten. Aber nicht vielleicht jede Season oder so. Ja, mal gucken, also es
Das ist jetzt momentan auch so, dass ich halt viel zum Beispiel Spiele entwickle, Livestreame natürlich und dann noch Sport mache. Und wenn es zu viel ist, dann kann ich natürlich nicht unbedingt so mega, ja, euch alles gönnen, viel gönnen und so. Aber das Projekt steht im Vordergrund und die anderen Projekte muss ich ein bisschen in den Hintergrund stellen. Also die dürft ihr eben gerne rausholen, aber nicht unbedingt, also ja, nicht erwarten, dass sie kommen oder so, weil es zu schwer sonst für mich wird. Also ich habe gedacht, Medieval würde ich noch weiterspielen. Last Epoch in der neuen Circle. Oder vielleicht jetzt schon eigentlich. Ja, Last Epoch wird schon wieder kommen. Aber andere Projekte weiß ich nicht. Also vielleicht geht auch Minecraft Dragoudia noch weiter. Ich habe das so Gefühl, wenn ich irgendwie Minecraft spiele, dann wollen sie andere Projekte nicht schauen. Oder sie schauen weniger andere Projekte. Also das einfach warten, bis wieder Minecraft fertig ist und so. Oder weniger kommt. Und ich kann Minecraft halt nicht im Stich lassen. Ich liebe Minecraft am meisten. Minecraft ist mein Lebenselixier. Und das ist halt so das Problem, wenn man es niemandem richtig machen kann. Jeder hat irgendwie so etwas entgegenzusetzen. Heutzutage ist es so, Spieler tun irgendwie Serien schauen oder so und lassen dann alles im Stich, weil sie ja die Serie wollen schauen. Und das ist genauso mit Videoreihen, oder? Wenn jetzt zwei eine Videoreihe bringen, zum Beispiel Pixelmon, dann tun sie sich natürlich konzentrieren auf einen. Und ja, ihr wisst es ja, der andere ist dann ein bisschen weniger beliebt. Klar. Beliebtheit. Was ist denn das? Ah, es ist das Weiß. Ich dachte, es flimmert so komisch. Also wird so ein bisschen ein Laser drüber sein. Nein, es ist einfach nur, es ist so grell. Gut. Es ist einfach weiß. Also ich dachte, es wäre irgendwie grau, aber Skunkel oder wie es heißt, ist doch ein bisschen zu grell weiß. So, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist halt einfach dieses Hype und dieses Machtgetue, irgendjemandem zu helfen, aber den anderen alle, also alle anderen im Stich zu lassen, weil man selber keine Zeit hat, oder? Oder halt einfach nur die Besten helfen will und die Schlechtesten nicht. Das ist auch so eine Art, eine Saumode. Ich weiß nicht, wieso der Mensch eigentlich immer Saumoden ausnutzt, aber gut. Vielleicht habe ich auch eine Saumode und ich weiß es einfach nicht so gut. Vielleicht wissen es die Leute auch nicht, dass sie eine Saumode haben. Diese Fledermaus will ich auch mal spielen und nutzen. Die sieht cool aus. Ihr dürft mir gerne helfen, also ihr dürft mir gerne irgendwas sagen. Ich muss so einen Wuffels holen. Was? Ich habe doch geschlafen. Aber so einen Wuffels möchte ich mal haben. Weil diese Dinger kommen da, diese Werwölfchen. Sind irgendwie Werwölfchen, sie sind gar nicht so groß, glaube ich. Also so groß wie ein Mensch, nicht? Ist der jetzt weg, der Wuffels? Hey, ich dachte, die bleiben noch. Ah. Also welches? Ja. Nein, das ist Stein. Nein, das ist das Boden? Ist das Boden Stein normal? Nein, ich biss. So. Also Tackle. Ja, nein. Ich probiere mal noch Tackle. Ja, gut. Also komm, wir probieren das gleich zu fangen. Jetzt ist männlich. Also. Wie geht das? Je nachdem, wann wir entwickeln, wird es einen anderen Werwolf. Ein Tag, also, ja. Ein Nachtwerwolf, ein Tagwerwolf oder ein Abend- oder Morgenwerwolf. Wie? Das müssen wir dann noch nachschauen. Eieiei, das Asthma, es wurde schlimm gerade wieder. Ich darf keine Zigarren mehr, also Zigaretten mehr haben. Gut, leider ist da nicht so viel. Aber hier sind ja die Grabmäler. Okay. Schade. Ja. Okay, sie sind weiter unten. Oh, Knochenmäher, sehr gut. Wie Netze.
Ja, hier nicht. Dann hier drüben. Hier sicher. Hä? What? Okay, es sind wirklich wahrscheinlich nur zwei oder so. Da ist sicher. Ah, die Erde gehen machen wir schon mit. Also ich habe geplant, ja, eine Stadt zu bauen. Ja? Und ich habe schon ein bisschen rausgesucht, was. Es wird so eine Art japanische Stadt, weil Pokémon kommt aus Japan und ich liebe japanische Baustil, altmodische oder auch neumodische natürlich. Und jo, ich freue mich einfach ein bisschen mehr Details einzufügen. Ah, ich brauche heute noch mal nicht so fest zu trainieren. Okay, wir tun den Herd ein bisschen aus. Genau. Auskontern. Donnerschock hat schon ein bisschen Schaden, ne? Ja. Keine nicht effektiv. Ja, ich muss schauen, also ich streame jetzt momentan auch schon zu viel, dass ich da vielleicht im Stream auch ein bisschen ja, baue. Also nicht wundern, wenn jetzt nach dem nächsten Part, also im nächsten Part dann ein bisschen gebaut ist. Ich baue dann einfach ein bisschen und hole natürlich die Rohstoffe noch. Und das Training und so mache ich dann lieber eher in den Videos. Oder ja, nicht unbedingt das. Also vor allem das Gameplay, das richtige, schöne, angenehme Gameplay, mache ich dann in den Videos. Also das, was spannend ist, auch mit NPCs kreieren und so vielleicht. Okay, ist vielleicht nicht so spannend. Also einfach das, was nicht. Also das, was nicht spannend ist, mache ich in den Livestreams und rede dann mit den Leuten oder sie können live einfach mich ein bisschen unterstützen damit. Ein bisschen Baustile rausfinden oder eben NPCs machen. Das wollte ich eigentlich schon wirklich in den Livestreams machen. Dann könnt ihr live auch mir sagen, was ich denn brauche zu machen. Es hat sich jetzt noch niemand gemeldet sonst. Also nur melden in den Video, in den Kommentaren von den Videos. Ihr wollt gerne als NPC da sein, ihr wollt herumlaufen, ihr wollt etwas reden, ihr wollt ein Skript haben. Ja, das wird vielleicht ein bisschen schwer sein für mich. Aber vielleicht könnt ihr ja helfen, wie es geht. Gut, sehr schön. Also. Nehmen wir Bäume noch. Ist hoch. 18! Ich dachte 13 zuerst und hat dann geschluckt. Ich glaube, sie stirbt. Ah nein, sie bekommt nicht so viel Schaden von Tech-Lieber. Es ist ein R, aber eine. Eine Pinke. Ein Pinker. Oh, heute habe ich es auch mit den Gesinnungsformen. Hä? Ja, ja, ich denke ein bisschen zu wenig nach und rede zu viel. Gerade. Also nicht immer, aber manchmal habe ich auch ein bisschen so 3 Sekunden-Lags, bis ich etwas rede, damit ich mir genug Gedanken machen kann. Weil für mich ist die Sprache, vor allem Deutsch, also Hochdeutsch zu reden, ziemlich schwer. Ich kann zwar ziemlich gut dialektfrei, beziehungsweise wenig Dialekt eher, machen, aber es ist schwer, weil ich natürlich den ganzen Tag Schweizerdeutsch rede. Sonst. Jo. Und man sich ja wieder weggewöhnt, das eingewöhnt, wenn man ja halt nicht so viel Deutsch spricht. Das hat alles so ein bisschen dialektvoll. Oh. Es ist alles ein bisschen unterschiedlich, oder? Aber ich verstehe manchmal auch nicht bayerische Leute. Oder Österreicher, ja, nicht natürlich. Und könnte das auch, also kann es schon gut nachahmen, aber nicht perfekt betonen oder so. Ja. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Okay, Bambus haben wir, aber den leider noch nicht. Den Strauch. Na, der Stachel natürlich. So. Jo. Sonst irgendwas noch? Okay,
Okay, Zaubertisch können wir mitnehmen. Und die Säule hier ab. So. Dann gucken wir mal. Alles mal hier reinlegen. Gut, es hat mehr Platz. Sprudel und Luxusbäume. So, wunderbar. Das nehmen wir noch mit. Und Pilz nehmen wir auch mit. So. Sollen wir die Betten? Die nehmen wir auch schon mit. Okay, dann haben wir ausgeräumt. Dann nehmen wir noch die Laternen. Genau. Okay, wunderbar. Hat uns geholfen. Alles mitnehmen. Ah, Akaziensetzlinge haben wir gar noch nicht. Geil. So, also wunderbar. Als nächstes mal kurz auf die Map schauen. Okay, es ist gar nicht mal so weit weg. Aber trotzdem, ja, ich will einfach die Sachen schon ein bisschen haben. Ich will jetzt nicht so weit weglaufen und dann dort das machen. Dann ist dieses Haus halt einfach noch nicht so eingerichtet und wir richten es anders an. Oh, ein Riesenwingul. Leuchtmoos. Okay. Ja, so groß ist es nicht. Hm. Nein, das ist nicht so gut. Manche Items sind so mega nervig programmiert. Die können ja irgendwie anders wirken, dass sie auch mal aufdrehen oder so. Aber so eine Wasserattacke irgendwie zu vermeiden, ist ein bisschen weniger. Ja. Ist weniger voll. Ist einfach sinnvoll. Ja, nicht sinnvoll. Ja, weniger sinnvoll. Hm, meine Güte. Also. Ja, die nehme ich nicht mit. Turnierball, okay. Ja, jetzt sind wir voll. Okay, nochmals ein Backpack. Also wir brauchen ein paar Fäden wieder. Und ein bisschen Leder. Müssen wir uns ein bisschen spezialisieren. Auf ein paar Pokémon. Was bist du eigentlich? Ich habe nur diese Fäden gesehen. Ah. Okay, das ist der Schwanz gewesen. Ich dachte, das hätte zwei Fäden gehabt, aber es sind eher die Stacheln wahrscheinlich gewesen am Schluss. Naja, man sieht. Ah, da! Okay. Hallo? Hallo, bleib mal hier. Was bist du, ein Lavados? Hallo, Lavados. Bleib mal hier. Ich will Foto machen. Hm, ja, egal. Hauptsache ein Foto kurz. Und weiter. Also Fotografie ist sehr schwer hier, Pixelmann. Echt schwer. Aber es ist ein Lavados, oder? Es ist einfach gelb. Ist doch ein Lavados. Ist das ein legendärer Boss? Deshalb ist er so gelb-orange. Ist es ein Mega-Lavados? Gibt es Mega-Lavados? Ich glaube schon, ja. Es gibt Mega-Zapdos und gibt es auch Mega-Lavados. Aber es ist nicht irgendwie Galar oder so. Hm, egal. Können wir halt noch nicht besiegen, können wir noch nicht erreichen. Egal. Egal. Ich finde das so schön mit der Fackel. Fackelschein. Ja, ein bisschen Torchlight spielen nebenbei. Ja. Okay, wir haben hier so eine Base vom Arceus. Arceus, glaube ich. Oder? Haben wir schon mal gefunden. Hm, in einem Projekt. Ja. Okay. Ja, da haben wir jetzt nicht so viele Sachen. Gut, also gehen wir weiter. Haben wir ein Boot? Hm, wir haben zu wenig Holz. Okay.
Okay, wir haben keine Axt. Die Axt ist uns kaputt gegangen. Ja, die müssen wir sowieso noch haben. So, wunderbar. Dann haben wir gleich ein Boot. Also ich werfe ein paar Sachen weg. Gut, also dann, was ist denn hier? Hm. Will ich eigentlich mitnehmen? Weil sie schöner sind, aber. Fähigkeitenpflaster. Die Fähigkeiten als Box waren das selten fähig. Hä? Ja, und wie? Okay, irgendwie komisch. Was ist das für ein Typ, wie der sieht aus? Wie ein Ritter oder so? Ein Wächter? Interesting. Eine Null. Das ist eine Null. Der ist mit Level 10 Pokémons besiegbar, weil er, ja. Level 60 Pokémon haben, die eine Null sind. Okay, wir gehen jetzt aufs Piratenschiff. Auf das Piratenschiff. So, aua. Oh, das Barracuda. Interesting. Wie die Wasser-Pokémon spawnen. Okay, das ist nur so ein Ding. Ich will so ein helleres Teil, also erleuchtetes Teil ist hier irgendwo nicht. Jo. Geh, glaube ich, irgendwo auf der Seite hoch. Ja. Dachte schon hinten. Nein. Oh, hinten. Ja. Hallo. Das ist der beste Tag. Okay, ich muss beenden. Tschüss.